Mario, ich wollte ja meine Wurfsterndojo wieder öffnen, aber jemand hat meine Wurfsterne mitgehen lassen. Ja, was mache ich denn jetzt? Einfach drauf hoffen, dass mir jemand anderes seine Wurfsterne gibt? Hey Mario, du hast Wurfsterne dabei. Ich frag mich ja, was du mit dem vorhast. Aber äußerst praktisch für mich. Ich weiß, was dir gerade auf der Zunge brennt. Kann der nicht endlich seinen Wurfsterndojo wieder aufmachen? Na klar kann ich. Moment, nein, ich wollte ihm doch einen Spruch reindrücken. Könnten wir noch mal von vorne anfangen? Was ist das hier für ein Ort? Im Wurfsterndojo kann man mit Wurfsternen auf Ziele werfen. Wenn man den Normalmodus schafft, gewinnt man einen Baseball mit Autogramm. Signiert von einem echten Profisportler. Oh, das klingt nach so viel Spaß. Können wir das nicht mal ausprobieren, Mario? Weil ihr mir geholfen habt, lasse ich euch umsonst dann trainieren. Tretet ruhig näher. Welchen Modus möchtet ihr ausprobieren? Oh, guckt mal, wir können umsonst. Kommst du über 21 Punkte, kannst du deine Punktzahl wieder senken, indem du die Ziele mit den Minuszahlen triffst. Bereit für den Normalmodus? Denk dran, du musst ganz genau auf 21 Punkte kommen. Und los. Kommt noch ein 2 oder so? Ganz genau 21 Punkte. Du hast es geschafft und im Normalmodus gewonnen. Und du hast den Normalmodus geschafft und hier ist ein ganz besonderer Preis. Ein Passwort, der von mir höchst selbst signiert wurde. Ja, ich war nämlich früher fast ein halber Baseball-Profi-Amateur. Was? Ein halber Baseball-Profi-Amateur. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen? Was zum Teufel? Also, ein Nichts. Heb diesen Ball gut auf. Vielleicht ist der irgendwann eine ordentliche Kleinigkeit wert. Danke fürs Spielen, komm jederzeit wieder. Natürlich spielen wir Experte. Okay. 80. Nein! Ah. Nein! Ich bin ein bisschen langsam.
Cäsum, du hast 61 Punkte. Hey, das ist ja ein neuer Rekord. Oh, du hast ein Promi-Billet. Werte Berühmtheit, es wäre mir eine Freude, wenn ihr euch noch einmal die Ehre im Expertenmodus geben würdet. Umsatz verstehe ich. Nicht vergessen, Mario, deine aktuelle Prüfungspunktzahl ist 61 Punkte. Also dann, Expertenmodus, los! Oh, komm! Oh. Nee, nee. Das ist nicht einfach. Was bekommt man dann? Klacker, klick, klack. Hey, mit so etwas können wir prima beispielen. Würdest du das runde Ding gegen diesen Knochen tauschen? Ja. Viel Spaß mit den Knochen. Boah, da kriegt man ja Angst. Wie kann etwas, das so rund und niedlich ist, einen solchen Schrecken einjagen? Da steht Katharinchen. Ob wir ein Leckerli geben sollten? Hey, da ist aber jemand hungrig. Können wir es jetzt streicheln? Ich werde es mal versuchen. Hey, was für ein Riesenherz. Sie muss sich wirklich mögen, Tantchen. Ich musste sie einfach streicheln, wenn sie nicht versucht, einem den Kopf abzubeißen. Ist sie so süß. 20. Nice. Ich glaube, deine KP haben sich schon wieder erhöht, Mario. Und stärker wirkst du obendrein.
Aha. Willkommen im Haus der Heimtücke. Hier erwartet Sie ein Ninja-Erlebnis Extraklasse, ganz genau, gleich hier im Haus der Heimtücke. Gelingt es Ihnen, unbeschadet zu entkommen oder tappen Sie in die Falle? Finden Sie es heraus. Was, ein Haus voller Fallen? Und sagt er unbeschadet? Heißt das, dass einem da drin etwas passieren kann? Das klingt nicht alles richtig genial! Rätsel lösen, Fallen ausweichen und schleichen wie ein echter Ninja. Ich kann es kaum erwarten. Lass uns sofort reingehen. Ich möchte unbedingt da rein. Und Bobby sieht sogar schon aus wie ein echter Ninja. Diesmal kommst du mit, oder? Ach, ich weiß ja nicht, Tantchen. Vor Fallen und Tricks, Ninja und einer schlecht beleuchteten Bude habe ich ja keine Angst. Aber ist diese ganze Sache nicht eher etwas für, naja, Kinder? Dafür fühle ich mich etwas zu erwachsen. Ach, jetzt sei mal nicht so. Das wird ganz bestimmt eine weitere tolle Erinnerung für dich. Ich rette dich! Hey, danke! Wohlstände auf diesem Schild sollten sich doch bewegen. Hoffentlich ist mit den Technikern alles in Ordnung. Aha. Dann gucke ich mal, ob die Techniker da drin sind. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich war die einfach mal. Was? Bist du dir sicher? Ach, wir werden dich da drin total vermissen. Oh Gott. Also bis später dann. Seid gegrüßt, Ninja-Lehrlinge. Macht euch bereit für einen unerbitterlichen Test eurer Ninja-Techniker. Diesen tödlichen Labyrinth entkommt ihr nur durch meisterhafte Anwendung. Das Pilz-Ninjutsu! Euer Ninja-Rang entscheidet sich danach, wie viele der versteckten Ninja ihr auf dem Weg findet. Wird es euch gelingen, den höchsten Rang zu erreichen, findet ihr alle Ninja, bringt ein toller Preis. Wahnsinn, das ist alles so aufregend! Falls er da drin nicht weiter weiß, Mario, drücke einfach X, dann helfe ich dir. Nee, so bestehen wir dann beide den Test, aber ich bin der wahre Ninja. Die Prüfung im Haus der Heimtücke beginnt. Supi, das schaffen wir locker und los! Aha.
Aber hier ist ja nichts versteckt, oder? Okay, in jeden Raum muss ich dann sprüngeln, was das Zeug hält wahrscheinlich. Oh nein! Ninjas! Ist ein Hammer nicht gut? Dann nutze ich mal Stiefel auch. Wir müssen in der Reihe stehen. Kann man mit dem Hammer nämlich nicht. Aua. Schuss, Glitzerstiefel.
mit den normalen kriege ich die nicht platt. Na, wenigstens, dass ich eine Gruppe kaputt kriege. Was? Ich muss den jetzt nutzen.
verdammt. Ich muss unbedingt noch mal stärkere Stiefel und so kaufen. Und zwar sehr viele. Ninjis, wartet!